Herzlich willkommen zu diesem Video. Wenn du Probleme mit der Microsoft Teams App für das Betriebssystem Android hast, das heißt, wenn du zum Beispiel ein Huawei oder ein Samsung Handy zum Beispiel hast und die Teams App verwenden möchtest und da funktioniert etwas nicht, zum Beispiel bekommst du keine Benachrichtigungen angezeigt oder zu spät, Inhalte werden nicht geladen, dann möchte ich dir jetzt hier eine Hilfestellung geben. Ich zeige dir 5 Einstellungen auf deinem Smartphone, die dir hoffentlich helfen werden. Als erstes ist natürlich geht es darum, dass man sich die Updates installiert. Update installieren geht natürlich dann über den Play Store. Ich drücke drauf, wähle mir das hier aus, meine Apps und Spiele, und dann werden dir hier die Updates angezeigt. Und hier kannst du dann händisch dann die Update-Suche starten. Das nächste, jetzt zeige ich dir den nächsten Tipp. Es geht um die Akku-Abschaltung. Wenn zum Beispiel im Hintergrund deine Apps läuft, deine Teams-App läuft, dass sie dann nicht die Leistung bringt, die sie bringen soll. Und dazu gehst du zu Einstellungen, da herunter, gehst auf Einstellungen, gehst dann in den Bereich Apps, ich scrolle jetzt herunter bei mir, komm hier zu Apps und suchst dann die Teams-App. Ich habe jetzt die Teams-App gefunden, ich drücke drauf. Habe hier schon ein paar Einstellungen und dann wähle ich mir als erstes die Einstellung Akku. Dann habe ich hier die Einstellung Akkuverbrauch optimieren. Da klicke ich dann drauf. Und dann habe ich hier oben Apps nicht optimiert. Ich möchte mir jetzt alle Apps anzeigen lassen. Alle. Und suche dann wieder die Teams App. So, ich habe die Teams App gefunden. Und bei mir ist das Hackerl fürs Optimieren gesetzt. Das nehme ich jetzt hier weg. Das heißt, die App, die Teams App wird jetzt nicht mehr akkumäßig optimiert. Das heißt, mein Smartphone schaltet sie nicht einfach aus. Es ist natürlich das Risiko da, dass ich einen höheren Akkuverbrauch habe. Aber das kann ich ja dadurch zumindest ein bisschen optimieren, dass wenn ich meine Teams App nicht mehr verwende, dass ich die dann schließe. Ich mache das jetzt hier weg. Als nächstes zeige ich dir jetzt dann, was du mit Benachrichtigungen machen könntest. Ich gehe wieder zurück, bin wieder hier in dieser Teams App herinnen, gehe weiter zurück, schaue jetzt herunter und habe hier Benachrichtigungen. Ich klicke jetzt hier drauf und sehe dann, dass ich hier ein paar Benachrichtigungen schon zugelassen habe. Wesentlich ist, dass du das Hackerl bzw. ausgewählt hast hier bei Priorität. Wenn ich Priorität wegnehmen würde, dann würden bestimmte Dinge dann nicht mehr angezeigt werden. Das könnte auch eine Ursache dafür sein, dass manche Dinge nicht angezeigt werden. Jetzt kommen wir zu den Berechtigungen. Ich gehe wieder zurück. Gehe hier zu den Berechtigungen. Ich habe bei mir hier Kamera und Mikrofon aktiviert. Es könnte sein, dass manche Dinge nicht funktionieren, wenn du diese 4 unteren Berechtigungen abgelehnt hast. Probier die einfach mal Schritt für Schritt aus, was dann dir vielleicht helfen könnte. Also zum Beispiel Speicher sollte man zulassen. Gehe auf Speicher und lass sie zulassen, damit dann auch Teams auf bestimmte Dateien auf deinem Computer, auf deinem Smartphone zugreifen können, dass du sie zum Beispiel raufladen kannst. Klick hier auf Zulassen, klick hier zurück und habe das hier dann somit dann auch aktiviert. Zum Schluss dann noch eine Lösung. Wenn das hier praktisch alles nichts geholfen hat, ist man wieder in dieser Teams App Anzeige drinnen und dann gehe ich auf Speicher. Darunter habe ich dann 2 Einträge, Daten löschen und Cache leeren, und da könnte es helfen, wenn du Cache leeren verwendest. Cache ist eine Art Zwischenspeicher, und wenn der geleert wird, dann könnte deine App dann auch vielleicht nach einem Neustart deines Smartphones dann besser funktionieren. Achtung, nicht verwechseln Daten löschen. Da werden dann auch gewisse Zugangsdaten, die auf deinem Smartphone gespeichert sind, werden dann gelöscht. Das wäre dann weniger günstig. Also hier Cache leeren. Ich hoffe, dass dir diese 5 Tipps dann doch geholfen haben, deine Probleme zu lösen. Probier sie einfach Schritt für Schritt aus und einen Schritt nach dem anderen. Und ich hoffe, dass zum Schluss dann deine Probleme mit der Android-App von Microsoft Teams dann behoben wurden. Danke für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns sicherlich wieder bei einem nächsten Video.